Hallo zusammen. Hier ein sehr schönes Beispiel, wo protokollübergreifend gearbeitet wird. Worum geht's? Da kommt natürlich OSI im Spiel, Kapselung, Decapsulation und so weiter und so fort. Hier sehen wir einen Master, ja, der kommuniziert mit den anderen Slaves, ja, innerhalb eines Netzwerks ohne Switch. Die sind ja alle an einem Bus angeschlossen. Das ist ja typisch in der Automatisierungstechnik. Ja, dieser gelbe, sozusagen gelbes Netzwerk ist auf Ethercat dann ja, konzipiert. Dann möchte ich mit anderen Netzwerken, ja, also anderen Automatisierungsnetzwerken kommunizieren, die sind ebenfalls hier in Gelb dargestellt, dann muss ich natürlich außerhalb des Netzwerkes ein anderes Protokoll sprechen. Ja. Hier kommt TCP-IP-Modell ins Spiel. Das heißt, hier findet die Capsulation oder Decapsulation zum Schluss hier statt. Das heißt, hier kapsle ich das komplette Frame und hier erfolgt die Decapsulation.